Als Schlussreiter, Führende ja nach dem ersten Durchgang, Peter Fredriksson. Und Aurora Borealis. Vorletzte Reiter auch hier für Schweden, war auch null gewesen im ersten Durchgang. Und dann kommt noch Rolf-Göran Bengtsson und wie er uns eingangs gesagt hat, müssen die Schweden was tun, um aus dem Abstiegsbereich herauszukommen. Vier Nationen steigen ab in diesem Jahr ausnahmsweise, weil da ein bisschen zu viele Nationen drin sind, zurzeit nämlich 10. Vier steigen ab, das heißt 6 können nur den Klassenerhalt schaffen und dann kommen 2 neue dazu, sodass wir im nächsten Jahr dann wieder bei 8 sind. In diesem Jahr gab es ja Probleme, weil da das Reglement nicht ganz alle Eventualitäten vorgesehen hat und eine traf dann ein, Punktgleichheit. Und Großbritannien erkämpfte sich den Startplatz in dieser League. Aber wie gesagt, 4 steigen ab und Deutschland nach dem Abschneiden hier jetzt auch nicht mehr gesichert. Also da muss die deutsche Nationalmannschaft in Aachen nachlegen. Aber jetzt erst einmal Peter Fredriksson mit 4 Strafpunkten für die schwedische Nationalmannschaft in Schweden. Hier der Abwurf in der Dreifachen, die viele Fehler verursacht hat. Und das bedeutet aber weiterhin die Führung für Schweden. Rolf-Göran Bengtsson noch zum Schluss mit der Nullrunde. Dann wären sie sicher Sieger hier. Das wäre ja eine unglaubliche Geschichte nach den